Hallo und herzlich willkommen zum Webinar beziehungsweise hier zur Albis-Messe mit dem Thema Tipps und Tricks. Das letzte Element hier auf unserem Albis-Messestand. Ich zeige Ihnen heute das Wichtigste schnell erkennen. Das ist so mein Thema, was ich Ihnen mitgebracht habe. Versuche Ihnen hier ein paar Dinge, die man im Albis so ändern kann und vielleicht auch besser erkenntlich machen kann, zu zeigen. Ich springe gleich in mein Albis. Sie müssten jetzt hier mein Albis erkennen. Und als erstes möchte ich Ihnen hier mal die Patientenstammdatenanzeige ein bisschen näher bringen. Und zwar habe ich jetzt hier Informationen drin, die mich gar nicht interessieren. Zum Beispiel steht hier ein Hausarzt drin. Das brauche ich gar nicht, weil ich bin vielleicht zum Beispiel selber der Hausarzt. Also habe ich hier Informationen drin, die sind überflüssig. Wie kann ich das jetzt ändern? Übrigens, das Webinar wird aufgezeichnet, steht Ihnen im Nachgang noch bis zum Jahresende zur Verfügung. Sie können sich also dann wieder einloggen und das Ganze nochmal verfolgen. Sie brauchen jetzt also nicht wild mitschreiben. Das können Sie sich dann im Nachgang nochmal genau anhören. Also ich gehe jetzt hier über Optionen Patientenfenster in das Register Stammdatenanzeige. Hier habe ich das Register Personalien. Und hier sehen Sie, alles, was angehakt ist, ist auch hier links zu erkennen. Ich möchte jetzt hier den Hausarzt nicht mehr haben und Tag der Entbindung brauche ich auch nicht mehr. Das hake ich einfach ab. Dafür ist mir jetzt die interne Zuordnung wichtig und das letzte Behandlungsdatum. Das kann ich hier entsprechend anhaken. Über die Funktionalität höher, tiefer kann ich jetzt hier auch das Ganze höher setzen, weil ich jetzt hier diese interne Zuordnung direkt unter der Telefonnummer haben möchte. Das kann ich dann hier entsprechend so stehen lassen. Dass jetzt Sachen nicht angehakt sind, das können Sie so stehen lassen. Die werden dann automatisch, wenn Sie den Dialog über OK verlassen, nach unten geschoben. Jetzt habe ich hier meine Anordnung etwas angepasst und ich möchte jetzt auch hier die Kassenanzeige etwas optimieren. Dafür gibt es hier das Register Kasse. Hier gehe ich drauf und jetzt sehe ich alle Informationen, die jetzt hier links angezeigt werden. Und hier möchte ich jetzt die interne Zuordnung rausnehmen, weil das hier alles viel zu eng ist. Dafür möchte ich das Einlesedatum, also das letzte Einlesedatum, nicht hier in der Mitte stehen haben, sondern ganz nach oben, damit es hier als erstes immer steht, damit ich sofort weiß, Karte ist eingelesen oder nicht. Das möchte ich hier entsprechend ganz oben stehen haben. Jetzt habe ich hier meine Einstellung vorgenommen und kann das Ganze jetzt hier über OK verlassen. Wenn ich jetzt den Patienten einmal schließe und wieder öffne, sehen Sie, dass jetzt hier das Einlesedatum ganz nach oben gegangen ist. Und auch hier die entsprechenden Informationen, der zuständige Arzt hier ist und die letzte Behandlung hier auch entsprechend an der Position steht, wo ich sie gerne hätte. Nun hat man ja oft ganz große Bildschirme und trotzdem und hat mehr Platz, die Fenster zu verteilen im Albis. Und dann braucht man hier auch meistens eine etwas größere Schrift, damit man das besser erkennen kann. Das kann man sehr einfach ändern. Also Sie können für jedes Fenster, was wir hier abgebildet haben, die Schrift einstellen. Und zwar gehen Sie dazu auf Optionen Schriftarten. Und hier gibt es die Funktion Patient und alles, was hier mit Patient anfängt, gehört hier entsprechend zu den Fenstern, die hier oben drin sind. Ich gehe jetzt hier auf Ändern und ich möchte jetzt hier die Schriftgröße, den Schriftgrad von 9 auf 11 erhöhen. Auf Fett, das passt. Ich kann hier auch die Farbe noch einstellen, wenn ich das möchte. Da sind Ihnen die entsprechenden Möglichkeiten offen, wie Sie das gestalten möchten. Ich gehe jetzt hier auf OK und kann jetzt auch noch andere Fenster, wenn ich es möchte, entsprechend anpassen mit der Farbe oder mit der Schriftgröße. Ich bleibe aber nur bei den Stammdaten, das sollte hier für die Demonstration reichen. Wenn ich jetzt den Patienten wieder schließe und neu aufmache, sehen Sie, ist die Schrift vergrößert. Ja, und ist jetzt hier für mich deutlich besser zu erkennen.
Natürlich kann es sein, dass jetzt durch die Vergrößerung der Schrift der Platz hier nicht ganz ausreichend ist, dass mir jetzt hier Sachen abgeschnitten werden. Dann kann ich diese Fensteranordnung etwas anpassen, indem ich in das Menü Optionen Patientenfenster gehe. Und hier gibt es die Funktion Aufteilung. Hier sehe ich alle Stammdaten, die ich hier aktiv wählen kann. Und über die Funktion Ändern komme ich in eine Ansicht rein, wo ich die Fenster hier ein bisschen verschieben kann. Ich kann jetzt sagen, okay, das Patienten 1 möchte ich, also das Daten 1, wo diese Daten drin sind, möchte ich ein bisschen größer haben. Dann mache ich dafür die Dauerdiagnosen und Kontrolltermine ein bisschen kleiner, damit es optisch gut aussieht. Bleibe ich auch hier mit dem in der gleichen Flucht und verschiebe jetzt hier per Drag and Drop so ein bisschen dieses Daten 2 Fenster und Info Fenster. Kann man so verschieben. Und dann kann ich jetzt hier das vergrößern, so wie ich es brauche. Und wenn ich jetzt hier über OK rausgehe, dieses Fenster über OK verlasse und den Patienten jetzt nochmal wieder öffne, sieht man, dass die Anordnung der Fenster, ich hoffe, man kann das erkennen, ein bisschen größer geworden ist. Ja, und wenn ich die Fensterposition ganz verschiebe, dann ist das natürlich noch deutlicher zu erkennen. Also diese Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung, die Daten hier oben besser kenntlich zu machen und größer zu setzen. Wichtig ist, diese Einstellung, die Sie hier vornehmen, gilt nur für den Arbeitsplatz, an dem Sie jetzt hier gerade sind. Das heißt, Sie können ihn hier individuell einstellen und auch die Farben und Schriftgrößen so einstellen, dass Sie das für sich am besten erkennen. Wenn Sie das dann an allen anderen Plätzen führen Sie das dann entsprechend genauso durch, wie Sie es dort haben möchten. Eine Frage, die ich Ihnen jetzt so stellen möchte: Woran erkennen Sie jetzt denn, dass dieser Patient ein Diabetespatient ist? Es ist schwierig, auf einen Blick sofort zu sehen, okay, das ist ein Patient, der hat Diabetes. Man kann jetzt hier zwar in den Dauerdiagnosen sofort sehen, weil es die erste ist, okay, hier ist Diabetes mellitus, aber das ist an sich ja etwas schwer zu erkennen. Wir bieten hier für schnelle Erkennung die Funktion zum Beispiel der Patientengruppe an. Das ist hier das Fenster, was ich hier eingeblendet habe. Und hier kann ich Gruppen anlegen, um sofort zu erkennen, dass der Patient einer gewissen Gruppe angehört. Wie kann das aussehen, wenn ich jetzt hier meinen Patienten 1 aufrufe? Der hat hier zum Beispiel eine Gruppe hinterlegt und ich weiß sofort, der ist jetzt in der Gruppe Serumen drin. Ja. Wie habe ich das Ganze jetzt gemacht? Ich kann jetzt einmal in den Patienten 5 wieder gehen, der ist ja noch gruppenlos. Ich kann jetzt hier mit dem Doppelklick in das Fenster reinklicken, wie in allen anderen Fenstern hier, und kann jetzt hier über Neu entsprechend eine Gruppe auswählen. Ich nehme jetzt hier mal Akku und sage okay und dann ist der Patient hier in dieser Gruppe drin. Hier über OK raus. Und ich sehe jetzt hier, der Patient wäre in der Gruppe Akku. Ich kann über einen Doppelklick da wieder rein, das anwählen und löschen. Dann ist der Eintrag auch wieder raus. So kann ich auch einen Patienten wieder aus einer Gruppe rausnehmen. Wir möchten jetzt aber eine neue Gruppe anlegen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auf Neu gehen und über die Funktion Neu eine neue Gruppe anlegen. Ich nenne die jetzt hier Diabetes. Und ich kann dann hier entscheiden, wie mir das hier in diesem Fenster im Hintergrund angezeigt werden soll. Ob nur der Text, ob ich nur das Farbsymbol haben will. Ich würde empfehlen, nehmen Sie immer Farb- und Textsymbol, damit man zu der Farbe auch den entsprechenden Text hat, damit dann auch jeder erkennt, was für eine Gruppe dahinter steht. Und hier bei der Symbolfarbe können Sie auf Ändern gehen und sich hier entsprechend eine Farbe aussuchen. Ich nehme jetzt hier mal das Blau. Sie können auch hier über Farben definieren, sich eine x-beliebige Farbe hinterlegen, die Sie dann hier hinter übernehmen möchten. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Im unteren Bereich bei Allgemein sehen Sie das Arztkürzel oder die Bemerkung und das Datum. Das sind dann Informationen, die hier zusätzlich in diesem Patientengruppenfenster mit angezeigt werden würden, wenn Sie hier die entsprechenden Haken setzen. Ich lasse das jetzt hier mal nur bei Bemerkungen stehen und sage jetzt hier übernehmen. Und mit OK
habe ich jetzt hier die Gruppe angelegt. Die stehe ich jetzt bei allen anderen Patienten auch entsprechend zur Verfügung. Und ich verlasse das Ganze und jetzt habe ich hier die Gruppe Diabetes. Ich lösche die jetzt hier mal raus, um Ihnen was anderes noch zu demonstrieren. Und zwar ist es ja so, wenn Sie haben jetzt eine ganze Menge Patienten, die jetzt zum Beispiel einen ICD-Code haben, der Diabetes mellitus heißt, und Sie möchten ja nicht alle Patienten einzeln aufrufen, um diese entsprechend in eine Patientengruppe zu führen. Weil das ist ja sehr aufwendig, wenn man da 300, 400 Patienten hat, die man jetzt mit einer Gruppe belegen möchte. Das können Sie im ALBIS auch anders lösen. Und zwar als erstes suche ich mir alle Patienten, die in eine gewisse Gruppe rein sollen, die ich mir jetzt angelegt habe vorhin. Also das heißt, ich suche jetzt alle Patienten, die Diabetes haben. Das mache ich bei mir über die freie Statistik. Ich gehe jetzt auf Statistik, freie Statistik. Gehe hier auf Neu, sage Diab. Gebe hier oben einen Namen ein. Der Name, den ich hier oben eingebe, ist Schall und Rauch. Das ist nur für Sie als Information, was dahinter steckt. Dann im Zeitraum gebe ich jetzt hier ein, alle, die vom 01.01.2020 bis F3 heute in der Karteikarte eine Diagnose Diabetes gehabt haben. Also den Zeitraum, den ich hier eingebe, das ist der Zeitraum für den Karteikartensuchbegriff. Deshalb gehe ich jetzt hier auf das Register Karteikarte. Ich suche für alle Ärzte und ich suche alle, die eine Diagnose haben, die mit E10 beginnt. Ja, alles, was dahinter ist, Punkt XYZ, das brauche ich hier nicht erfassen. Da gebe ich auch keinen Platzhalter rein. Ich schreibe einfach nur E10. Dann gehören noch alle dazu, die E11 haben. Ich mache mal hier auch sicherheitshalber den Buchstaben groß. Und E12, Dia E13 und Dia E14. Ups. Dia. Also hier gibt man unter Kürzel das Karteikartenkürzel ein, so wie es in der Karteikarte hier hinten steht. Und hier geben Sie in der Eintragung den entsprechenden ICD-Code ein bei mir. Ist es eben E10 bis die E14. Dann gehe ich in das Register Menü, sage hier jetzt übernehmen und okay. Jetzt läuft die Statistik durch und zeigt mir hier eine Handvoll Patienten an. Bei Ihnen in der Praxis wird die Liste mit Sicherheit deutlich länger sein. Aber gut, die lege ich jetzt ab. Bevor Sie jetzt aber diese Statistik schließen, hier oben im Register sehen Sie den Namen der Statistik. Die freie Statistik heißt immer Freistatt TXT, weil alle Ergebnisse aus dieser Liste werden wir gleich weiter verwerten. Deshalb sollte man sich den Namen hier dann entsprechend merken. Ein Tagesprotokoll könnte man auch als Basis nehmen, wäre dann das Tagprot. Okay, ich habe jetzt die Liste erstellt und jetzt möchte ich alle Patienten, die jetzt in meiner freien Statistik gefunden wurden, der Gruppe Diabetes zuordnen. Dazu gehe ich über den Menüpunkt Stammdaten, Praxisgruppen. Ups, da war ich falsch. Stammdaten, Patientengruppen natürlich. Entschuldigung. Hier können Sie über Patient zuordnen, Patienten in eine entsprechende Gruppe hinzufügen. Einmal können Sie Einzelpatienten nehmen, aber Sie haben auch hier die Möglichkeit, Statistik zu nehmen. Ich gehe jetzt hier auf Statistik und jetzt guckt er in einen lokalen Ordner, wo wir die Statistiken ablegen, die Sie erstellt haben. Und hier ist jetzt meine freie Statistik, die ich jetzt gerade erstellt habe, zu finden. Die klicke ich hier einfach an und sage Öffnen. Jetzt werden alle Patienten aus der Statistik hier mit aufgeführt. Die werden mir hier nochmal angezeigt. Ich kann jetzt hier auch Patienten anwählen und sagen, nee, dich möchte ich nicht drin haben. Oder ich kann über Einzelpatienten noch weitere Patienten hinzufügen, wenn ich möchte. Aber meine Statistik hat mir ja alle Patienten ausgegeben und ich wähle jetzt hier die Gruppe aus, Diabetes. Und könnte jetzt auch noch eine weitere Gruppe auswählen, wenn ich möchte. Und über OK werden jetzt alle Patienten hier in die entsprechende Gruppe eingefügt. Und er gibt nochmal eine Sicherheitsabfrage. Möchten Sie das jetzt wirklich tun? Ja, ich möchte das vornehmen. Das können Sie auch nicht wieder rückgängig machen, automatisiert. Das funktioniert nicht. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen und gucken,
was man tut. Wenn ich jetzt den Patienten 5 nochmal aufrufe, sehen Sie, die Gruppe ist jetzt hier drin. Im Patienten 1, der hatte vorhin ja nur die Gruppe Cerumen, ist jetzt auch hier die Gruppe Diabetes entsprechend mit eingefügt worden. Und so haben Sie mit wenigen Klicks eine Patientengruppe erstellt. Und wenn Sie jetzt den Patienten öffnen und ich Ihnen jetzt nochmal die Frage stellen würde, woran erkennen Sie denn, dass der Patient ein Diabetespatient ist, wissen Sie sofort hier aufgrund des Namens, eventuell sogar aufgrund der Farbgebung, okay, der Patient gehört jetzt in den Bereich Diabetes oder gehört HZV an oder hier, oder hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, um Gruppen zu hinterlegen. Wobei ich einen Hinweis geben möchte, wenn Sie jetzt natürlich 50, 60 verschiedene Gruppen anlegen, dann ist das natürlich mit der Übersichtlichkeit auch dahin. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das hier oder so nutzt, dass die Übersichtlichkeit gegeben bleibt. Bei mir war dieses Fenster schon eingeblendet. Wenn es bei Ihnen noch nicht eingeblendet ist, können Sie es entsprechend einblenden. Dazu gehen wir wieder in unser schönes Menü Optionen Patientenfenster. Hier gibt es den Punkt Aufteilung, da waren wir vorhin ja auch schon drin. Und hier gibt es diese Funktion, gibt es den Schalter Patientengruppen. Den Haken müssen Sie einmal setzen. Wenn er gesetzt ist, gehen Sie auf Ändern. Und dann haben Sie irgendwo hier mittendrin das Fenster Patientengruppen. Das kann sein, dass das über ein anderes Fenster überlagert ist. Und das nehmen Sie dann und positionieren es so, wie Sie es gerne brauchen. Und Sie sehen, wenn ich das irgendwo hinschiebe, wo es sich über ein anderes Fenster drüber überlagert, können Sie es dort nicht fallen lassen. Das Fenster muss also wirklich in einem freien Bereich sein. Das müssen Sie da so entsprechend reinschieben und fallen lassen. Und bei mir ist das jetzt hier entsprechend dort hinterlegt und die Breite lasse ich auch jetzt so stehen und kann das Ganze jetzt hier über OK verlassen. Und wenn Sie jetzt den Patienten neu aufrufen, ist dann entsprechend das Fenster auch zu sehen. Und so haben Sie die Möglichkeit hier schnell zu erkennen, was für eine Gruppe ein Patient angehört. Hinweis: In der Statistik, in der freien Statistik, da gehe ich nochmal kurz rein, haben Sie auch die Möglichkeit, über das Register Patient 2 Patienten zu suchen, die einer gewissen Gruppe angehören. Das heißt, wenn ich jetzt hier über Hinzufügen gehe, kann ich den Diabetes hiermit hinzufügen. Das heißt, er würde mir jetzt alle Patienten suchen, die die Gruppe Diabetes haben. Lassen Sie das Datum hier am besten frei, weil dieses schränkt dann nur ein, wann Sie den Patienten in diese Gruppe reingesetzt haben und wird in den meisten Fällen sicherlich nicht gebraucht. Aber so haben Sie auf jeden Fall alle Patienten der Gruppe Diabetes schon mal als ein Suchkriterium drin und können dann über andere Funktionen hier Ihre Suche auch noch weiter einschränken. Das so ein Hinweis zur freien Statistik noch. Gut. Das war's zum Thema Patientengruppe, was ich Ihnen erzählen wollte. Die nächste Funktion, wo man mal schnell was erkennen möchte, ist natürlich in der Karteikarte. Wussten Sie, dass Sie in der Karteikarte einfach Textzeilen markieren können, um sie dort schneller wiederzufinden? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hochscrolle, ups, sieht man sofort, oh, hier ist was markiert. Das fällt mir sofort auf, weil jetzt hier ich einen Text entsprechend markiert habe. Und wenn ich jetzt hier weiter hochscrolle, oh, da ist noch was. Also ich kann sofort beim Hochscrollen sehen, das ist wichtig, das fällt mir sofort ins Auge, ohne alles genau lesen zu müssen. Nun die Frage, wie hat der gute Mann das gemacht? Das ist im Albis relativ einfach. Und zwar gibt es hier oben in der Toolbar Edit ein Symbol. Das ist so ein Stift mit einer Markierung dran. Der ist jetzt bei mir deaktiviert. Der wird erst aktiv, wenn ich in eine Zeile reinklicke, dass ich im Editiermodus bin. Dann kann ich hier den entsprechenden Text markieren, der mir jetzt wichtig ist. Gehe dann hier auf das Symbol. Ich nehme aber jetzt hier als erstes in der Demonstration den Pfeil, der ganz rechts ist. Und hier geht dann eine Farbpalette auf. Ihnen stehen hier also verschiedene Farben zur Verfügung, mit denen Sie die Markierung hier setzen können. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel Gelb. Und wenn ich jetzt die Zeile verlasse, sehen Sie,
ist die Funktion hier gelb unterlegt und entsprechend markiert. Wenn ich jetzt einen weiteren Text markieren möchte, kann ich einfach markieren und hier einfach auf den Stift klicken. Der wird dann entsprechend auch gelb hinterlegt. Also wenn Sie mit einer Farbe für die Markierung arbeiten, können Sie immer auf das entsprechende Symbol hier klicken. Wenn Sie die Farbe wechseln wollen, gehen Sie hier auf diesen kleinen Pfeil, wählen hier eine entsprechend andere Farbe und können das Ganze dann entsprechend bestätigen und dann haben Sie die Funktion hier drin. Und so können Sie schnell wichtige Teile hier markieren. Wenn Sie mal gemerkt haben, oh, das war nicht das, was ich markieren wollte, können Sie das hier auch entsprechend markieren und nehmen hier die Farbe Weiß und dann ist die entsprechende Markierung wieder aufgehoben und es ist dann nicht mehr markiert. Anmerkung dazu, wenn ich jetzt hier die Fettstoffwechselstörung einmal markiere mit einer Farbe, dann sehen Sie die jetzt zum Beispiel in der Karteikarte gar nicht so richtig. Ja, weil das verschoben ist, weil wir immer hier nur einen gewissen Anteil zeigen können und der Rest verschwindet dann. Und das ist natürlich dann fürs Lesen der Karteikarte nicht so gut. Deshalb möchte ich jetzt hier mal die Funktion zeigen, die oft stiefmütterlich verwendet wird von vielen, hier in dem Register Ansicht. Die habe ich mir jetzt extra, die liegt meistens hier oben irgendwo, die habe ich mir extra hier an die Seite geklappt, weil das hier vom Mausweg her deutlich sinnvoller ist. Was macht diese Ansicht hier? Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier drei Symbole, die mir die Anzeige, Stammdaten und Dokumentation verändern können. Ich kann nämlich jetzt hier auf das erste Symbol gehen, das heißt nur Stammdaten. Ich klicke da drauf und mir werden alle Stammdaten angezeigt. Das heißt, ich kann auch, wie ich vorhin gezeigt habe, hier oben mehrere Fenster hinterlegen und das, was nicht so wichtig ist, vielleicht in den unteren Bereich reinziehen und nur auf Klick mal schauen, was liegt denn da drin, weil das sind Informationen, die ich vielleicht gar nicht immer brauche. Oder wenn ich dann hier auf den mittleren Punkt gehe, komme ich wieder in die normale Ansicht. Die andere Möglichkeit ist, weil ich möchte jetzt mal genau gucken, was ist denn bei den Patienten hier so los gewesen die letzten Wochen, da kann ich hier auf das Symbol nur Dokumentation klicken. Dann wird mich alles, was an Stammdaten ist, durch die Dokumentation überlagert und Sie sehen natürlich deutlich mehr. Und wenn ich jetzt hier diese Karteikartenreiter, die ich hier oben habe, die kennen bestimmt viele, wenn man die jetzt hier entsprechend auch noch anwählt, ich gehe jetzt hier mal auf Befund, weil ich möchte jetzt hier nur Befunde und Diagnosen sehen, das habe ich hier hinterlegt, dann habe ich jetzt hier nur eine Filterung auf die Befunde und Diagnosen. So, ich habe ja vorhin bin ich ja angefangen mit meinem Zeigen, dass ich jetzt ja hier nur eine Zeile sehe und den Rest von der Zeile gar nicht erkannt bekomme, weil das hier mit Punkten abgeschnitten ist. Dafür gibt es jetzt nämlich dieses letzte Symbol hier, das ist die Volltextanzeige. Die kann ich hier anwählen und dann wird mir alles aufgeklappt. Das heißt, ich sehe alles, was in der Zeile drin steht. Ich muss da nicht reinklicken oder mit der Maus drüber fahren und gucken, dass sich da irgendein Tooltip auftut, der ein bisschen kleiner zu lesen ist, sondern ich habe die normale Karteikartenschrift und sehe alles das, was wichtig ist. Und dann kommen natürlich jetzt hier auch ganz klar meine farbliche Markierung wieder voll zum Vorschein, weil ich sofort sehe, was ist hier wichtig und da kann ich sofort mein Augenmerk drauflegen. Und ich finde diese Funktion eigentlich ganz gut. Wenn Sie jetzt den Patienten wechseln, sind Sie wieder in der Standardansicht. Sie können auch auf diese Symbole wieder klicken, um das wieder einzuklappen und auch die entsprechende Ansicht auf geteilt wieder zu setzen, um wieder die Stammdaten zu sehen. Und natürlich können Sie auch den Filter hier wieder auf alle oder auf Standard gehen, um dann die normale Karteikartenansicht zu nutzen, wenn Sie das denn haben möchten. Wenn Sie dieses Symbol Volltextanzeige nicht in Ihrem Albis drin haben und aber nutzen wollen, können Sie das einblenden. Ich habe ja gesagt, wenn das ist in der Toolbar Ansicht. Wenn man so eine Toolbar rauszieht, dann sieht man immer den Namen der Toolbar, damit man weiß, wie der Name heißt. Und man kann dann über Optionen, über Ansicht, Funktionsleiste,
hier in den unteren Punkt anpassen gehen. Hier gibt es die entsprechenden verschiedenen Toolbars, die wir haben. Und ich habe gerade gesagt, das ist in der Funktion Ansicht. Und dann kann es sein, dass sich dieses Element bei Ihnen hier auf der linken Seite befindet. Und das können Sie dann hier anwählen und über Hinzufügen einfach auf die rechte Seite schieben. Und auch hier auf der Seite können Sie das dann entsprechend über die Funktion nach oben auch entsprechend anders positionieren, wenn Sie wollen. Das geht mit jeder entsprechenden Toolbar, die es hier gibt. So kann man natürlich auch Symbole ausblenden, die man nicht braucht, um hier deutlich mehr Übersichtlichkeit zu verschaffen. Eine weitere Funktion, die ich zeigen möchte, ich habe zum Beispiel ein Kürzel Info, wo ich Informationen, die für mich wichtig sind, hinterlege. Ich habe das hier mit Textbausteinen hinterlegt, damit ich welche Datenschutzerklärungen habe oder hat zu anderen Sachen zugestimmt. Das habe ich hier bei mir in meiner Praxis unter einem Sammelkürzel Info. Und man sieht jetzt hier bei mir, das Info hat eine Signalfarbe oder hat eine extra große, extra klare Farbe, damit es mir auch sofort auffällt. Und da war auch jetzt in den letzten Anwendertreffen immer wieder die Frage, wie kann man denn die Karteikarteneinträge farbig gestalten, sodass mir das Wichtige, das was wichtig ist, sofort ins Auge springt. Zum Beispiel Diagnosen oder Leistungen, dass die auch an dem Tag erfasst sind. Das kann man natürlich bei der Farbe deutlich schneller erkennen. Und jetzt hier zum Beispiel so eine Info, die vielleicht wichtig ist, ist natürlich dann auch schön, wenn man das sofort erkennt. Gut, wie geht das Ganze? Ich kann jetzt über das Menü Stammdaten gehen, in die Funktion Karteikarte. Hier gibt es dann die Karteikartenkürzel. Hier sind alle Kürzel drin, die das Albis so zu bieten hat. Und bitte löschen Sie hier auch nicht irgendwo wild was rum, wenn Sie meinen, Sie brauchen es nicht. Das kann da sein, dass unser System das im Hintergrund aber dennoch benötigt. Das nur so als Hinweis. Wir wollen jetzt ja die Schriftfarbe eines Kürzels ändern. Das heißt, ich suche mir hier oben das Kürzel raus. Da nehme ich jetzt hier Info wieder als Beispiel und gehe dann hier auf Ändern. Und ich habe dann hier in der Mitte, sehen Sie schon, die Schriftart. Da kann ich hier auf den Button Shift gehen und kann mir hier eine andere Schrift aussuchen, die ich jetzt hier haben möchte als Schrifttyp. Und hier unten kann ich die entsprechende Farbe wählen. Ich kann jetzt hier auch entsprechend Olivgrün wählen, wenn ich jetzt mir die Farbe genehm ist, die Schrift Art oder den Schriftschnitt, also ob es fett oder small sein soll. Und die Größe kann ich hier entsprechend einstellen. Das kann ich hier alles wählen und über OK ist das dann gespeichert. Wichtiger Hinweis, das, was ich vorhin hier oben gemacht habe und auch mit meiner Symbolleiste, beziehungsweise hier an der Seite mit der Toolbar, das sind alles Sachen, die sind nur lokal auf den Arbeitsplatz beschränkt, wo ich dran sitze und die Änderung vorgenommen habe. Diese Änderung hier mit der Schrift, also die Farbe, die Größe und ähnliches, gilt für alle Arbeitsplätze durchgängig. Ja, also da bitte aufpassen, dass man hier jetzt dann das erstmal nach Absprache macht, damit man dann hier dann auch Konsens in der Praxis findet. Und bitte nutzen Sie jetzt hier nicht irgendwas mit 72 oder ähnliches als Schriftgröße, weil Albis nimmt die Schrift hier als Zeilenhöhe in der Karteikarte. Und wenn Sie jetzt hier die Schriftgröße 72 wählen, dann ist natürlich auch hier, sind das Großbuchstaben und dann ist natürlich die Übersichtlichkeit in der Karteikarte nicht gegeben. Also robben Sie sich hier langsam an eine Schriftgröße ran, wo Sie sagen, ja, das ist okay. Also 12 oder 14 sind bei einer großen Auflösung mit Sicherheit noch okay, die man hier nutzen kann. Ich gehe jetzt hier über okay raus, sage dann übernehmen und okay. Und somit ist die Schriftfarbe geändert. Ich kann das jetzt hier leider nicht demonstrieren, das müssen wir jetzt glauben, weil erst nach einem Albis Neustart wird dann hier auch entsprechend die Farbe in der Regel angezeigt. Das mache ich jetzt nicht, um hier auch entsprechend die Zeit besser nutzen zu können. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Fragen gekommen sind. Ich schaue mal schnell auf die Fragen, die... Okay. Hier ist eine Frage, die reingekommen ist, wie ich denn hier Karteikartenreiter oder diese Karteikartenfilter, die ich hier gezeigt habe, anlegen kann. Und da gehe ich nochmal kurz drauf ein, weil wenn die Frage hier schon gestellt wird, dann versuche ich sie auch live zu beantworten.
Und zwar gehe ich jetzt, um hier Reiter zu erstellen, um diese Funktionalität zu aktivieren, gibt es als erstes Optionen. Moment. Optionen Karteikarte. Da habe ich mich ja fast aus dem Ruder bringen lassen. Und hier gibt es die Funktion Reiter für Karteikartenfilter anzeigen. Das ist die Basiseinstellung, damit diese Zeile hier überhaupt angezeigt wird. Der ist jetzt bei mir gesetzt, deshalb habe ich hier dann auch entsprechend die Anzeige. Ist auch ein lokaler Schalter, können Sie dann entsprechend so setzen, wo Sie es haben möchten. So, jetzt haben Sie in der Regel hier alle und Standard, das sind so Filter, die wir ausliefern. Wenn Sie jetzt hier weitere Filter einbauen möchten, können Sie das tun über Optionen Karteikarte, über Stammdaten, Entschuldigung, Stammdaten Karteikarte, Karteikartenfilter. Ja, diesen Ort kennen einige bestimmt, weil Sie diese Filterfunktion auch zum Beispiel fürs Tagesprotokoll nutzen können. Hier kann ich dann entsprechend Filter hinterlegen. Ich mache jetzt mal hier neu und ich möchte jetzt einen Filter haben, der heißt Briefe plus Formulare. Ja, also Sie sehen hier die Buchstaben kommen oben, muss man ein bisschen mit haushalten, Briefe und Form. Und in der Beschreibung können Sie dann näheren Text reingeben, wenn Sie möchten, was das Ganze bedeutet. Spannend ist jetzt aber der Bereich Filter. Hier in dem Bereich Filter geben Sie genau das ein, was Sie gefiltert bekommen möchten. Das heißt, die Buchstabenkombination, so wie sie jetzt hier in der Karteikarte auch drin steht. Das heißt, für Briefe ist es bei mir das Kürzel Brief. Da ich jetzt einen weiteren Karteikarteneintrag hinzufügen will, trenne ich das mit einem Komma. Und ich möchte jetzt die Formulare noch mit dazu haben. Formulare fangen im Albis alle mit F an. Und ich könnte jetzt jedes einzelne Formular aufführen. Das würde aber zu aufwendig sein. Deshalb kann ich hier mit einem Platzhalter arbeiten. Das ist der Platzhalter Stern. Also suche ich jetzt alles, was mit Brief anfängt, also was Brief als Kürzel hat und F Stern als Platzhalter für alle Formulare. FAU, FKV und wie sie alle heißen. So, damit habe ich jetzt einen neuen Filter erstellt. Um den jetzt aber hier in diese Ansicht reinzubekommen, muss ich hier den mittleren Schalter setzen. Filter in Karteikartenreiter. Können Sie auch nachträglich bei vorhandenen Filtern soweit machen, das ist kein Problem. Und mit Übernehmen wird jetzt der Filter hier unten angesetzt. Sie sehen, der neue Filter wird immer als letztes angelegt. Sie können über die Funktion höher und tiefer hier auch den Filter an eine andere Position lassen. Also ich bleibe jetzt hier mal bei der letzten Position und gehe jetzt hier auf OK. Der Patient war noch offen, deshalb hat sich das hier nicht automatisch aktualisiert. Das heißt, ich rufe einmal den Patienten neu auf. Und jetzt ist automatisch an diesem und auch an allen anderen Plätzen, die jetzt die Karteikartenreiter aktiviert haben, hier dieser Schalter Brief plus Form, also Brief und Formulare, aktiv. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, wird meine Karteikarte nach den Briefen sortiert und nach den entsprechenden Formularen. Man sieht hier alle Formulare, die der Patient bekommen hat. Ist jetzt hier ein Beispiel. Für die Praxis gibt es dann natürlich auch andere Funktionen, die vielleicht oder andere Filter, die für Sie wichtiger sind. Ein Hinweis noch zu den Filtern. Und zwar, ich gehe nochmal in Stammdaten Karteikarte, Karteikartenfilter. Es gibt auch eine Möglichkeit, die kann man hier zum Beispiel beim Standard sehen, dass man ein Ausrufezeichen davor hat. Ja, ein Ausrufezeichen vor einem Kürzel heißt alles außer dieses Kürzel. Wenn Sie sowas machen wollen, nur als Hinweis, Sie müssen entweder alles ausschließen, also dann müssen alle Kürzel, die Sie ausschließen müssen dann so ein Ausrufezeichen davor haben. Sie können das nicht mit einem positiven Filter kombinieren. Also Briefe und nicht, das funktioniert hier nicht. Wie würde das jetzt aussehen? Ich gehe nochmal auf Neu und sage jetzt ohne Leistung. So, jetzt ohne Leistung heißt, ich möchte jetzt mal die Karteikarte sehen, ohne dass irgendwelche Abrechnungsinformationen zu sehen sind.
Das heißt, ich habe jetzt hier als Filter LKO, ja, Leistungskasse Originalschein, LKÜ, LKN. Das ist natürlich sehr viel, was ich hier wieder an Buchstaben habe. Hier kann ich dann auch wieder meinen Platzhalter nutzen mit LK Stern. Heißt, Leistung, Kasse, alle Kassenscheine sind dann entsprechend aus dem Rennen in der Ansicht. Dann möchte ich meine Privatliquidation rausnehmen. Das ist das Kürzel LP, Leistung privat. Und für die BG ist das LBG, Leistung Berufsgenossenschaft. Und da ich die ja nicht sehen will, setze ich hier jeweils immer ein Ausrufezeichen davor. Das hätte ich. Das heißt, er zeigt mir jetzt alles an, außer LKO, also alle Leistungen, die ich jetzt hier markiert habe. Da ich den auch hier in meinen Reitern haben möchte, setze ich hier auch den entsprechenden Haken, sage übernehmen und okay. Wenn ich jetzt den Patienten nochmal wieder öffne, damit der Filter dann auch entsprechend da ist, kann ich hier draufklicken und jetzt sehen Sie hier noch die blauen Leistungszeilen. Wenn ich jetzt hier ohne Leistung draufklicke, sehen Sie, sind die entsprechend verschwunden. Ist mit Sicherheit für andere Filter deutlich sinnvoller. Ich konnte es hier mit den Leistungen eigentlich sehr gut zeigen. Das war so ein Hinweis, den ich Ihnen dann noch mitgegeben habe. Und ich denke mal, die Frage ist damit beantwortet. Gut, ich denke mal, das sind alle Sachen, die ich Ihnen entsprechend vorstellen wollte. Ich sehe auch so in der Zeit, das passt so einigermaßen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche allen noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, auf Wiederhören.